Wir befinden uns in der Debatte rund um den Schutz von kleinen Lebensmittelproduzenten. Und falls Sie sich fragen, was Gold Plating bedeutet, darunter versteht man das Übererfüllen von EU-Richtlinien in den Mitgliedstaaten. Am Wort ist jetzt Christoph Stark von der ÖVP. Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren, kurzer Exkurs zur Vorrednerin. Wer hier ständig die bereits sehr abgenutzte Platte der Spenderinnen und Spender auflegt, hat meistens entweder was nicht verstanden oder will bewusst in eine andere Richtung blenden, um vom eigentlichen Thema abzulenken. Das Thema an sich wurde bestens erklärt. Sie versuchen leider wieder hier den Menschen Sand in die Augen zu streuen und ein gutes Produkt schlecht zu verkaufen. Tut mir leid. Wir behandeln heute die Novellierung des Bundesgesetzes zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen. Und dazu darf ich ein paar wenige Zahlen nennen. 910.000 Tonnen Fleisch, 3,85 Millionen Tonnen Milch, 2,7 Milliarden Stück Eier, 5,4 Millionen Tonnen Getreide und vieles mehr. Was sind das für Zahlen? Das sind die Zahlen der Landwirtinnen und Landwirte und ihrer Produktion aus dem letzten Jahr. Meine Damen und Herren, das sind Zahlen, von denen wir wissen, dass das nicht im Abhofverkauf geht. Das sind Zahlen von Produzentinnen und Produzenten, die im heimischen Markt stehen und die mit den heimischen Lebensmittelhändlern verbunden sind. Und wenn wir wollen, dass die heimische Landwirtschaft weiterhin erfolgreich bleibt, dann braucht es mehr als das bloße Bekenntnis dazu, hin und wieder beim Landwirt ums Eck was einzukaufen. Es braucht mehr, es braucht auch den rechtlichen Schutz, es braucht ein rechtliches Gefüge, damit Landwirtschaft in Kombination mit dem heimischen Lebensmittelhandel erfolgreich sein kann. Und meine Damen und Herren, das tun wir heute mit diesem Gesetz, mit dieser Umsetzung dieser europäischen Richtlinie. Und ich bin überzeugt, als regionaler Abgeordneter und als Liedersprecher in der Steiermark, dass wir hier einen wichtigen Schritt setzen, nämlich zusätzlich zu den regionalen Bekenntnissen, zum regionalen Handeln, nun auch einen rechtlichen Rahmen geschaffen zu haben. Besten Dank.